So, da bin ich wieder. An Tag 4 mit Don't Starve und dem lieben Wilson. So, ich habe die Nacht über gekocht, wie ich es gesagt habe. Und habe mir 3 Planken gebaut, um jetzt meine Truhe hier hinzusetzen. In die ich meine überzähligen 3 Sachen hier tue. Die Schaufel und den Hammer. Ah, ich könnte mal... Ach nee, dafür brauche ich die zweite Maschine. Super. Und jetzt werde ich hier erstmal ein paar Hasenfallen hinsetzen, um in Zukunft auch ein bisschen mehr Futter für mich zu haben. Dafür brauche ich ja nichts weiteres als Gras und Stöckchen. So. Schön viele Schmetterlinge, das ist auch immer toll. Und ich habe hier ein riesiges Grasgebiet. Das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall hier noch ein bisschen andere Ressourcen. Ich gucke erstmal, was hier unten alles so los ist. Und dann suche ich mir mal ein bisschen mehr Bäume und baue mir direkt noch die nächste Maschine. Aber dafür werde ich auch noch ein wenig mehr... Dass hier der Sumpf ist, finde ich auch ganz gut. Ich brauche dafür noch mehr Steine, wollte ich sagen gerade. Im Sumpf sind immer Tentakeln. Hier Tentakeln. Und Spinnen. Und die braucht man auch beide. Also die Tentakeln kann man gut gebrauchen, wenn Hunde kommen. Ich habe auch schon Bäume und einen Stein. Ach, die Runde läuft einfach gut. Ja, und ich starte einfach immer gerne im Herbst auch. Habe ich vorhin ja schon mal gesagt. Jetzt habe ich die Schaufel da gelassen, ne? Wahnsinn. Weil man dann ein bisschen mehr Chancen hat, auch über den Sommer zu kommen. Der Winter ist für mich gar nicht mehr so ein Problem. Gerade weil ich ja immer mein Lager bei den Büffeln mache. Der Sommer ist es noch ein bisschen. Ja. Aber das schaffe ich dann auch ganz gut, wenn... Die Geräusche sind irgendwie neu oder lauter oder anders. Das liegt an meinem Headset. Sonst habe ich das Spiel ja nie mit Headset gespielt. Ja, wobei war ich gedanklich eigentlich gerade? Weiß ich gerade nicht. Ja. Gut. Viele schöne Sachen hier. Wuff, 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 wuff. Klingt richtig gruselig, ne? Toll. Riesige Sumpfgebiete. Jo. Ja, den Adventure Mode. Ich hoffe, dass ich hier relativ zeitig die Maschine für den Adventure Mode finde. Der macht mir nämlich richtig Spaß und der ist super schwer. Zumindest am Anfang. Und ja, René wünscht sich eigentlich seit längerer Zeit, seitdem wir Don't Starve Together zusammengespielt haben, wünscht er sich einen Don't Starve Together Adventure Mode. Aber aus meiner Sicht macht es nicht so richtig viel Sinn. Weil das macht den Adventure Mode einfach zu leicht. Und außerdem macht mir das auch Spaß, ihm zuzugucken, wenn er alleine spielt. Oder, ja, wir spielen halt das Don't Starve Together. Es hat auch so viele schwierige Dinge dabei, die ich auch alle noch gar nicht erarbeitet habe. Und da können wir ja auch noch genug entdecken. Mist, genau, Mist nennen die das hier. Oh, Holzplanken. Wunderschön. Vielen lieben Dank. Habe ich den Hammer auch da gelassen? Boah. Mein Aufräumwahn hier, ne?
normalen Leben mega der Chaot. Obwohl es ja auch ganz schön chaotisch ist, die Sachen wegzupacken. Obwohl man die eigentlich brauchen könnte. So, Leute. Ich hätte gern den Baum. Lasst euch nicht von den Spinnen angreifen. Ich brauche euch noch. Mhm. Ich spiele auch immer gerne mit der Wickfried. Die frisst nur Fleisch. Wilson ist da nicht so wählerisch. Hä? Wo kommt das Geräusch her? Von hier rechts irgendwo. Oder hört man das jetzt aus der Kiste heraus auch schon? Nee, ich muss doch irgendwo... Doch, ich glaube, man hört es aus der Kiste. Ja. Oh, das habe ich ganz vergessen. Feuer anzumachen. So... Die Bäume setze ich immer in so Kleingrüppchen. Falls der Blitz einschlägt, sein gutes Stichwort ist. Geschliffener Stein und Gold ergibt nämlich einen Blitzableiter. Aber erst mit der anderen Maschine zusammen. Na gut. Gucken wir mal, ob wir die schon herstellen können. Ich habe zu wenig Steine dafür. Wo ist er? Hm. Na. Zwei brauche ich davon. Dann brauche ich nochmal zwei Steine, aber die... Doch, die kriege ich noch zusammen. Dann habe ich schon die nächste Maschine. Praktisch. So. Hämmerchen. Die brauchen wir nicht mehr. Denn wir haben jetzt diese hier. Wunderschön. Und dann kann ich auch schon ein Feld bauen. Und setze ich das hier unten. Hier hin. Andüngen schon mal. Er ist hungrig. Wie kommt das denn hin? Und dann zimmer ich mir hier die Bärchen rein. Obwohl mich der Vogel vorhin angegriffen hat. Bin ich doch ganz gut zufrieden. So, jetzt habe ich die zweite Maschine auch schon. Ich mache nur ein Schweinehäutchen für den Helm. Da brauche ich nämlich noch ein Seil für. Und dann kann ich mir schon einen Footballhelm machen. Und dann können die Hunde auch schon bald kommen. Die kommen immer so ab Tag 7. Tag 7 bis 10 ungefähr. Und da wappne ich mich immer ganz gerne für. Ach, Blitzableiter wollte ich machen. Habe ich nicht die Ressourcen für. So. Den nehme ich diesmal mit. Und dann grabe ich mir mal ein paar Büsche aus. Die Blümchen lasse ich hier. Die können schön vergammeln. Dann geht's. Ja, man hört die echte Natur. Witzig. Dann gehe ich mal. Hatte ich schon einen Steinweg gefunden? Nee. Ich gehe mal nach oben. Die Beeren muss ich relativ bald essen. Ab.
finde es auch ganz witzig. Die Steuerung, die ist mir einfach so ins Blut schon übergegangen. Ich weiß genau, ich bin auch super froh, dass sie es nicht geändert haben. Wie oft ich welchen Knopf drücken muss, um bei welchem Rezept zu landen. Nicht bei jedem Rezept, aber es ist irgendwie immer wieder, finde ich das selbst beeindruckend, wie schnell mir das von der Hand geht und ich gar nicht überlegen muss, was ich falsch... Wie witzig. Wie treffen wir das denn jetzt? Zu viel drüber nachgedacht wahrscheinlich. Ich habe so panikartig irgendwie die Fackel in der Nacht suchen. Das muss ich gar nicht, sondern ich merke dann, es wird Nacht und dann drücke ich halt zweimal den Knopf, dreimal den Knopf und dann habe ich eine Fackel in der Hand. Und das ist auch eine große Schwierigkeit am Anfang, dass man die Tastenbelegung mit dem Tab links und hier unten dem Rucksack bzw. dem Inventar so koordiniert bekommt. Aber trotzdem, es macht einfach Spaß. So ein Feel-Good-Spiel für mich auch. War es da eigentlich schon zu Ende oder habe ich einfach nur... Ich wollte doch nach oben, Mensch. Habe ich noch mehr Gras immer, ne? Ach, ich habe vorhin noch überlegt, ob ich mir noch aus so einer Schweinehaut einen Regenschirm mache. Mich schlauerweise dagegen entschieden. Ja, dann wird er wohl ein bisschen nass. Die Hintergrundmusik auch richtig entspannt. Richtig süß haben die das gemacht. Aha. Die brauche ich auch. Und den will ich auch haben. Mal rechts gleich nach oben und schau mal. Eigentlich spawnt der Schwein... Aha. Der Schweinekönig spawnt aber am Ende eines Steinwegs. Aber ich hatte ja noch keinen Steinweg gesehen. Das hat sich jetzt geändert. Der ist immer in so einem Biom hier wie dieses. Da vorne war schon mal Schachbrett. Muster auf dem Boden, so ein Teppich. Kann sein, dass da auch schon die Viecher für die Gears sind. Jo, eins auf jeden Fall, zwei auf jeden Fall. Hab ich einen Speer mitgenommen? Natürlich nicht. Dann muss ich später wiederkommen. Ich darf hier einmal so ein bisschen drauf. Ups, ich bin gar nicht mehr da. Dann habe ich es auf der Karte verzeichnet. Ich nicht. Was ist das für eine Frechheit? Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. So, jetzt. Was soll das denn? Ja, versuche ich mir das so zu merken. Oder kriege ich den auch so klein? Nee, ne? Ring-Ding ist hier auch sehr schön. Dann gehe ich mal fix zum Lager runter und mache dann erstmal Pause, wenn ich unten angekommen bin, damit ich an Tag 6 mit dem Speer die Gears schon mal aus den Monstern rauskloppen kann. Die Gears sind immer super hilfreich.
habe jetzt zwar noch nicht so viele Items gefunden, wie ich jetzt finden wollte hier, aber das ist ja meistens so. Hatte ich denn überhaupt schon einen Speer gebaut? Habe ich gar nicht gebaut, oder? Kampfhut gebaut, aber keinen Speer. Naja. Hier hört man wieder den Mist. Witzig. Und ein Hase ist auch schon direkt in die Falle gegangen. Es läuft einfach. So. Gut. Zack, zack, zack. Feuer an. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls ihr möchtet, dass ich irgendwas ausprobiere. Ein bisschen früh ist es jetzt vielleicht noch bei der zweiten Folge, aber ihr könnt mir immer gerne schreiben, was ihr so euch wünscht. Und was ihr vielleicht nicht so kennt oder wenn ich das auch nicht kenne, dann probiere ich das gerne auch mal aus. Es gibt ja viele neue Dinge, wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe. Und ich habe da auf jeden Fall Interesse dran, ein bisschen was zu testen. Genau, und dann sehen wir uns einfach an Tag 6 bei der dritten Folge. Und ja, Wilson und ich sagen bis dann. Pling, pling.